und herzlich willkommen hier im Lernlokal von quillzauberei.de. Ich bin Ina und ich möchte dich einladen, mit mir heute diesen gratis Online-Workshop zu machen, in dem ich dir zeige, wie man so eine tolle Projekttasche ganz einfach selber näht. Der Clou? Das kannst du ganz einfach aus einem Blog machen, den du vielleicht noch von einem anderen Projekt übrig hast. Oder endlich die Vorlage mal nähen, von der du keine ganze Decke machen wolltest, aber dich fragst, wie du diesen wunderschönen Block unterbringst. So wie ich den schönen Block hier, das Foundation Paper Piecing Semi-Rolling Block von Herrschaften Müller. Damit du auch ordentlich was mitnimmst und heute lernst, habe ich einiges für dich vorbereitet und für dich wirklich anfängerfreundlich und Schritt für Schritt mit ganz vielen Tipps und Tricks durch dieses Nähprojekt. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, mit mir zu lernen, wie man mit Meshstoffen umgeht, wie du Vinyl bezwingst und auch die ach so gruseligen Reißverschlüsse sind dann hoffentlich auch für dich gar kein Problem mehr. Im Abschluss zeige ich dir noch, wie du eine Einfassung, das sogenannte Binding, um dein Patchwork-Projekt drumherum nähst, sodass es unsichtbar ist, wie von Elfen und Zauberhand angenäht. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn dir mein Näh-Content gefällt und du Lust auf mehr gratis Online-Nähkurse und Tutorials hast, meinen Kanal hier oben abonnierst, die Glocke zum Bimmeln bringst und hier unten ein Däumchen hochlässt. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder in meinem Nähzimmerchen. Ich freue mich, dich gleich an der Nähmaschine zu sehen. Zuallererst schneiden wir unsere Materialien zu. Wir nehmen uns einen Patchwork-Block von 16 x 16 Inches. Sollte unser Patchwork-Block zu klein sein, können wir die natürlich auch einfach vergrößern, sodass wir zusätzliche Seitenstreifen anbringen und diesen dann auf ein Endmaß von 16,5 x 16,5 Inches bringen. Das ist übrigens auch perfekt für Patchwork-Blöcke, die wir vielleicht noch von anderen Projekten übrig haben oder Probeblöcken, so wie ich ihn hier genäht habe. Das ist von Herrschaften Müller der Semi-Rolling-Block, den ich jetzt hier mit Seitenstreifen gleich zusätzlich vergrößern werde. Dann brauchen wir noch das Futterteilstück A. Dieses schneiden wir uns auf 18,5 mal 18,5 Inches zu. Das ist etwas größer als unser Block, weil wir das Ganze gleich noch quilten werden. Beim Quilting kann sich das ein wenig verschieben. Und durch dieses Verschieben oder Wandern beim Quilten ist es gut, wenn der Untergrund etwas größer ist. Das ist hinterher innen in eurer Tasche. Zusätzlich benötigen wir noch Soft and Stable, ebenfalls ein Stück von 18,5 mal 18,5 Inches, sodass wir auch hier beim Wandern wieder ein bisschen Spielraum haben. Das Schöne am Soft and Stable von By Any ist, das ist ein Schaumstoffstabilisator und der ist wirklich sehr robust, lässt sich aber ganz toll nähen und ich finde auch von der Oberflächenstruktur her mag ich persönlich das etwas lieber als das Style Wheel oder Style Wheel Fix, was es alternativ auch gibt. Das Soft and Stable By Any seht ihr hier jetzt in Schwarz. Gibt es allerdings natürlich auch in Weiß. Das hängt immer so ein bisschen ab von eurem Projekt. Beim Schwarzen kommen die Farben immer etwas anders zur Geltung als das Weiß, was hier zum Beispiel ein bisschen durchschimmern könnte, je nach Webung eures Stoffes, sodass es das in Schwarz und Weiß angepasst zu eurer Stoffgrundfarbe ebenfalls gibt. Dann benötigen wir ein Futterstoffteil B. Dieses schneiden wir auf 18 x 34 Inches zu. Das ist hinterher unser Außenfach an unserer Projekttasche auf der gegenüberliegenden Seite unseres Patchwork-Blockes. Und auf dieses bügeln wir dann gleich in einem der nächsten Schritte auf, das Soft and Stable als Stabilisator, um der Tasche ein wenig Festigkeit zusätzlich zu verleihen. Ich nehme hierfür gerne das Stacy Shapeflex oder SF101 aus den USA. Das ist etwas fester und stabiler, gibt der Tasche einen Griff und sorgt dafür, dass die Tasche nicht in sich zusammensackt. Letztlich brauchen wir für unser Quilt-Sandwich dann noch einen Sprühklebstoff. Ich nehme hierfür gerne das Ode 505. Das ist ein Sprühzeitkleber, der sich dann in der Wäsche wieder verflüchtigt aus Frankreich, den ich gerne für meine Nähprojekte verwende. Alternativ hierzu könnt ihr natürlich auch das ein Klebeflies nehmen, ein Klebenetz, wie zum Beispiel das Steam Seam, wobei hier das Steam Seam Light vollkommen ausreichend wäre. Wenn ihr mit Steam Seam arbeiten wollt, würdet ihr dann von dem Steam Seam entsprechend auch ein Stück von 18,5 mal 18,5 Inches pro Seite benötigen. Das heißt, zwei Stücke, zwei Quadrate, 18,5 mal 18,5 Inches müssten zugeschnitten werden. Zusätzlich kommt dann unser Akzentstoff. Das ist hinterher unsere Einfassung, die rundherum um unser Projekt genäht wird, das sogenannte Binding, was dann einmal drumherum kommt. Dafür schneiden wir uns zwei Stoffstreifen, 2¼ Inch Breite mal der gesamten Stoffbreite. Als nächstes nehmen wir den Netzstoff. Der ist immer etwas stretchig und dehnbar. Und alle Maße, die ich angebe, sind etwas großzügiger, sodass, wenn ihr beim Nähen vielleicht ein kleines Problem bekommt, sich etwas verschiebt, verzieht, ihr immer noch einen gewissen Spielraum habt, um das Ganze später zu begradigen. Der Netzstoff hier ist ebenfalls von By Any. Den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, passend zu euren Projekten. Und der ist leicht dehnbar. Was natürlich auch beim Nähen
dass er mal bei alle Nährstoffe zu kleinen Problemchen führen kann, sodass ich euch dann im weiteren Schritt auch zeige, wie man damit am besten umgeht. Das Mesh oder Netzstoff von By Any schneiden wir zu auf 6x18 Inches. Dann benötigen wir noch Vinyl für unsere Vinyltasche. Das ist ebenfalls von By Any das Klarsicht-Vinyl. Das ist double polished und daher besonders schön klarsicht und lässt sich von der Dicke und Griffigkeit super nähen. Hier würde ich auch niemals ausweichen auf irgendwie ein Baumarktprodukt oder ähnliches, da diese viel, viel labbriger sind. By Any hat das extra konzipiert zum Nähen von Taschen und Täschchen. Darauf ist auch eine Schutzfolie, die kann euch auch beim Nähen später helfen. Lasst diese also bei dem Zuschnitt auf jeden Fall erstmal drauf, bis ich euch später sage, dass es an der Zeit ist, die zu entfernen. Das Vinyl schneiden wir zu auf 4,5 x 18 Inches. Damit wir unsere Tasche gut tragen oder aufhängen können, brauchen wir auch noch ein Stück Gurtband. Ich habe hier genommen 20 mm Breite, es ginge sicherlich auch 25 mm Breite und habe das auf eine Länge zugeschnitten von 25 cm. Da könnt ihr aber variieren, manche nehmen lieber 20 oder 30 cm, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß eure Hand ist. Last but not least brauchen wir Material für die Tasche auf jeden Fall. 3 Reißverschlüsse bzw. ein Endlos-Eisverschluss in 1,50 Meter Länge, den wir dann in 3 Teile zu 50 cm unterteilen. Dazu kommt jeweils ein Reißverschlusszupfer oder Reißverschlusswagen, den wir dann hier aufziehen werden. Letztlich haben wir natürlich noch weitere Materialien, die wir benötigen. Wir brauchen die üblichen Rollschneider-Utensilien, unseren Rollschneider, Schneidematte, Lineal und unsere Nähutensilien. Dazu kommt eine Handnähnadel, die wir benötigen, um hinterher unsere Bindingstreifen von Hand anzunehmen, farblich abgestimmte Nähgarne zu unseren Stoffen, die wir uns ausgesucht haben. Eine Applikationsschere ist ganz praktisch, aber kein Muss, sowie übliche Hefthilfen, Stecknadeln, Nähclips und wer hat Nähmagnete oder ein Soline-Stoffklebstift, wären hier auch sehr hilfreich. Zusätzlich benötigen wir auch einen Stoffmarkierstift, gerne etwas luftlösliches, zum Beispiel einen Soline Air Erase Stift oder Soline Triomin Stift für feine Hilfslinien, die wir uns aufzeichnen. Hinzu kommt unsere Nähmaschine, 90er oder 100er Topstitch Nadeln, ein Patchwork oder Inchnähfuß. Wer hat, ist es doch praktisch, mit einem Quiltfuß hier zu arbeiten, Reißverschlussfuß, Antihaft oder Kantenstepp- und Blindsaumfuß, die alle sehr hilfreich sind, aber ich gebe euch natürlich auch während des Nähens Tipps und Tricks, wie ihr auch ohne diese Füße zum Ziel kommt. Wer es also noch nicht getan hat, vergrößert sich noch schnell seinen Patchwork-Block auf 16,5 x 16,5 Inches. Wir begradigen dann noch eben unseren Quiltblock, sodass er dann das perfekte Endmaß, was wir benötigen, von 16,5 x 16,5 Inches ergibt. Dann gucken wir einmal, dass rundherum nichts übersteht. Und dann sehen wir uns weiter bei Schritt 1.1 und machen jetzt zusammen das Quiltblock-Sandwich. Nun geht es in Schritt 1.1 um unser Quilt-Sandwich. Das machen wir, indem wir uns das Futterteil Stück A sowie unseren Soft and Stable Stabilisator von By Any zur Hand nehmen. Die beiden sind etwas größer als unser Quiltblock, den wir ebenfalls benötigen. Dieser hat ja ein Maß von 16,5 x 16,5 Inches. Das heißt, wir haben rundherum grob 1 Inch überstehen, setzen das Ganze mittig auf. Warum machen wir das? Ein Quilt-Sandwich wandert manchmal beim Quilten. Je nachdem, wie eng ihr das steppt, in welchen Mustern ihr das quilten wollt, kann das sein, dass der Block ein bisschen wandert oder migriert. Würden wir jetzt beides exakt auf die benötigte Größe schon vorschneiden, sodass unser Quilt-Sandwich direkt die benötigte Endgröße hätte, kann es sein, dass der Block ein bisschen gewandert ist und wir zum Beispiel an diesem Rand plötzlich keinen Stabilisator haben. Deshalb, das ist Absicht, der Hintergrund, Soft and Stable, Futterteil A sind größer, damit der Block wandern kann. Das Ganze hefte ich jetzt mit dem ODIF 505 Sprühzeitkleber. Ihr könnt hierfür aber auch ein Klebevlies nehmen. Da bietet sich zum Beispiel an das Steam Seam. Ich würde hier die Light-Variante empfehlen, die ist vollkommen ausreichend, damit ihr das Ganze heften könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch von Hand rein. Mit dem Sprühkleber tragt ihr den einfach nur leicht auf. Das ist jetzt nicht wie früher in der Drei-Wetter-Taft-Werbung, dass das von New York bis London halten muss, also nicht volle Möhre für die Sturmfriese, sondern einfach so ein bisschen leicht anspritzen reicht da aus ca. 30 cm Entfernung.
Dann legen wir unseren Block relativ mittig auf. Jetzt werdet ihr hier vielleicht, habt ihr da so eine Falte und denkt, ah, irgendwie muss ich das rausstreichen. Macht euch das leicht. Ihr faltet euren Block einfach zu einem Viertel, bringt das oben circa ein Inch Augenmaß entfernt von der Ecke auf. Und dann seht ihr, habe ich nicht genug rüber gemacht. So, könnt ihr dann den Block aufklappen, rüberklappen und dann langsam in diese Richtung herunterstreichen, sodass ihr dann die Ecken einfach nur noch ausstreichen könnt. Und einen schön glatt liegenden Block habt, den wir dann jetzt im nächsten Schritt steppen. Nun geht's an Schritt 1.2. Quilten nach Belieben. Das ist ein Satz, den ich als Anfängerin absolut gehasst habe und der irgendwie gefühlt in jeder deutschen Patchwork-Zeitschrift und in jedem deutschen Patchwork-Buch vorkommt. Jetzt quilten sie nach Belieben und man denkt sich, naja, was soll ich denn machen? Deshalb möchte ich euch jetzt hier eine einfache Variante zu zeigen, einen Block zu quilten. Ich habe aber auch in der Anleitung noch ein paar Tipps gegeben. Ob ihr dazu einen Freihand-Quiltfuß benutzt, um freie Linien, das heißt Schlangenlinien, organische Muster zu fahren, oder wie hier ich einen Obertransporteur, mit dem ihr besonders gut gerade Linien machen könnt. Der Obertransporteur hat hier unten noch zusätzliche Zähnchen, die ebenfalls den Stoff von oben und von unten gleichzeitig ziehen. Zähnchen habt ihr unten an der Nähmaschine, die kennt ihr, den Transporteur. Der macht das Gleiche auch nochmal von oben und den gibt es für alle Nähmaschinen von allen Herstellern. Ein wichtiger Tipp ist, viele denken, ihr Obertransporteur funktioniert oder transportiert nicht richtig. Denkt daran, hier ist dieses Ärmchen. Dieses Ärmchen muss über eure Nadelstange hier über dieser Schraube angebracht werden. Das heißt, ihr schiebt dieses Ärmchen über die Schraube an eurer Nadelstange, egal bei welchem Hersteller ihr das macht und welchen Fuß ihr anbringt. Dadurch bewegt die Nadelstange das Ärmchen rauf und runter und das Ärmchen bewegt die Zähne rauf und runter. So funktioniert das Ding. Wenn ihr das Ärmchen also nicht hier festmacht, dann wird euer Obertransporteur nicht funktionieren. Ich will dazu ein Aurifil 28 Weight Garn. Wenn ihr noch nie gequiltet habt, würde ich euch eher ein 50 Weight empfehlen. Ein dünneres Garn wirkt eher etwas unsichtbar und bringt nur Textur in euren Stoff. Und wenn ihr euch mal verquiltet, dann sieht man das nicht sofort. Ich nehme jetzt das 28 Weight. Das ist etwas dicker. 28 ist dicker als 50. Weil ich möchte, dass das Quilting ein bisschen dominanter auf dem Stoff zu sehen ist. Ich zeige euch das jetzt hier zwar gerade in diesem wunderschönen Juniper-Türkis, einfach nur, damit ihr es gut sehen könnt. Tatsächlich steppen werde ich jetzt gleich mit Grau. Noch ein Tipp für Anfänger, steppt oder quilt das erste Mal Ton in Ton. Wenn ihr den gleichen Ton benutzt, wie euer Hintergrundstoff ist, beziehungsweise den Bereich, den ihr quiltet, wenn ich jetzt hier auf Pink quilten würde, würde ich dann Pink nehmen, dann wird das Ganze nicht so auffällig, wenn ihr euch doch mal verquiltet. Und seien wir ehrlich, das passiert am Anfang und das ist auch vollkommen okay, denn das ist Handarbeit. Die einfachste Variante zu quilten ist einfach in geraden, immer wieder parallel laufenden Linien den Hintergrund ein wenig nach hinten zu drücken, nach hinten zu arbeiten, das Volumen des Vlieses oder des Stabilisators ein bisschen runter zu drücken. Dadurch wird dann optisch unser Objekt in der Mitte unseres Blockes ein bisschen stärker hinauspoppen. Damit ich mir nicht ganz viele Linien vorzeichnen muss, werde ich einfach die Breite meines Fußes dafür nutzen, den Abstand zur nächsten Linie zu justieren. Wie das geht, zeige ich euch nun. Ich beginne jetzt hier einfach mittendrin in meinem Projekt. Wo ihr im Grunde anfangt, ist egal. Ihr fangt irgendwo an und das ist die Linie, mit der ihr startet. Ich beginne direkt hier in der Nahtzugabe. Dafür steche ich die Nadel direkt neben der Nahtzugabe ein. Hole mir einmal meinen Unterfaden hoch, indem ich hier am Faden ziehe und steppe dann gerade herunter. Warum fange ich denn direkt in der Mitte an? Das liegt daran, dass ich natürlich meinen Block noch ein bisschen verziehen und verschieben kann. Und dann ist es ein bisschen schöner, wenn man von der Mitte das zusätzliche Material herausschiebt beim Quilten, damit, wenn eine Falte versehentlich entsteht, diese sich zum Rand rausschiebt. Denn ja, wir haben ja vorhin schon gelernt, am Rand können wir nachher nochmal begradigen und noch ein bisschen was beischneiden, damit wir auf unser Maß, was wir brauchen, auch kommen. Die zweite Linie setze ich einfach direkt parallel daneben und ich nehme jetzt einfach die Breite meines Obertransporteurs, um das auszurichten. Auch hier steche ich wieder die Nadel neben meinem Motiv ein, hole mir den Unterfaden hoch und jetzt nehme ich einfach mein Füßchen als Abstandshalter, indem ich hier mit der Außenkante des Füßchens einfach hier entlang der bereits genähten Linie entlang fahre. Jetzt habe ich versehentlich vernäht, das wollen wir natürlich nicht machen. Das ist der Nachteil, wenn man sich seine Tasten programmiert, dass man da versehentlich rankommt. Also wir nähen einfach einmal runter und dann hier abstandshaltend weiter.
Meine Aufgabe ist einfach nur zu gucken, dass hier, dass die Füßchenkante hier entlang fährt, ich nicht versehentlich so da diagonal rüber. Nee, könnt ihr natürlich auch machen. Jetzt, wo ich es gerade sage, sehe wahrscheinlich auch sehr cool, aus, hier einfach kreuz und quer irgendwelche Linien drüber zu machen. Diese Technik ist auch als Matchstick-Quilting bekannt, wenn viele kleinere Linien nebeneinander gemacht werden. Geübte können natürlich auch hier vor und zurück gehen. Für die Anfänger würde ich aber erst einmal empfehlen, das Schritt für Schritt zu machen, bis ihr euch sicher fühlt. Und dann könnt ihr natürlich einfach auch an Vor- und Rückreihen das Ganze quilten. Ich habe übrigens auch eine hier am Anfang, meine Nähmaschine vernäht direkt am Anfang den Faden von allein. Wenn eure Maschine das nicht von alleine tut, dann müsst ihr natürlich einmal kurz vorwärts-rückwärts nähen, damit eure Nähte auch vernäht sind. Da meine Maschine das automatisch macht, ich das so einprogrammiert habe, kann ich mir hier die Anfangsfädchen einfach abschneiden. Ich quilte das Ganze jetzt zu Ende und dann zeige ich euch, wie das ausschaut. Wenn ihr natürlich Fragen habt, unten in den Kommentaren, ich schaue regelmäßig mal rein und helfe euch gerne weiter. Jetzt gerade haben wir Quilten nach Belieben gemacht, Schritt 1.2, und jetzt sind wir bei Schritt 1.3, den Quiltblock begradigen. Denn wie ihr seht, ist er, wie quasi vorhergesagt, beim Quilting ein bisschen gewandert. Deshalb seht ihr, dass hier ein bisschen weniger übersteht als dort. Nun müssen wir also den Quiltblock begradigen. Wir schneiden an allen Seiten das Überstehende ab, sodass wir unseren gesamten Block wieder auf 16,5 x 16,5 Inches bringen. Unser Quiltblock ist jetzt quadratisch, bemisst genau 16 x 16 Inches und geht jetzt erstmal an die Seite, denn jetzt widmen wir uns den anderen Taschenteilen. Für Schritt 2.1 stabilisieren wir jetzt unser Hauptfach. Das Hauptfach ist das Futterteil B, das große Futterteil, welches hinterher die Rückseite zu unserem Quiltblock auf unserer Projekttasche bildet. Auf dieses große Hauptfach werden dann später das Mesh und das Vinylteil aufgebracht. Damit das Ganze hier dafür auch stabil genug ist, sollten wir einen Stabilisator einbringen. Ich persönlich bevorzuge dafür das SF101 oder auch als Stacy Shapeflex bekannt. Das ist eine Gewebeeinlage. Das heißt, diese ist wie ein Stoff auch gewebt, bietet aber zusätzliche Stabilität, Festigkeit und Stand und gibt einer Patchwork-Baumwolle einen etwas canvasartigeren Festigkeitsgriff, sodass ich das hier doppellagig einbringen werde. Das heißt, wir nehmen unser Futterteil B, das große, legen unsere Gewebeeinlage dort drauf und verbügeln die beiden gemäß der Anleitung miteinander. Wie das geht und ein paar Tipps habe ich dafür für euch auch noch. Ich nehme bewusst kein G700, das finde ich ist etwas weicher vom Fall als Stacy Shapeflex und bietet nicht ganz so viel Griffigkeit. Es wäre zum Beispiel hier an dieser Stelle vielleicht auch ein H250 möglich oder ich persönlich finde H250 halt sehr pappig, eher papierig vom Griff und daher bevorzuge ich definitiv für solche Arbeiten das SF101 Stacy Shapeflex. Übrigens, wenn ihr Bügelstabilisatoren aller Art aufbringt, da ist es egal, welche und von welcher Marke, geht es immer am besten, wenn ihr nicht hin und her bügelt, so wie ihr das vielleicht von euren Hemden und Blusen kennt, sondern wenn ihr einfach presst. Das heißt, ihr setzt das Bügeleisen auf, bringt Druck herunter, zählt im Kopf 15 Sekunden lang zurück, geht dann eine Stelle weiter, zählt wieder 15 Sekunden zurück, geht eine Stelle weiter. Das machen wir deshalb, weil wenn ihr hin und her wischt, dann bringt ihr immer nur ganz kurz die Hitze auf die Klebepünktchen, die hier verschmelzen sollen, die beide Materialien permanent miteinander verbinden. In eurer Gebrauchsanweisung, egal von welchem Stabilisator, steht, wie lange pro Stelle ihr pressen sollt. Wenn ihr natürlich eine Bügelpresse habt, könnt ihr die dafür sehr, sehr, sehr gut nutzen und das erspart euch viel Arbeit. Wenn ihr das ordentlich presst, dann hat das natürlich den Vorteil, dass das wirklich stabil und permanent eine Verbindung bleibt und nicht sich in der ersten Wäsche schon auflöst. Also nehmt euch die Zeit und bügelpresst euren Stabilisator gemäß eurer Gebrauchsanweisung und macht nicht wischiwaschi hin und her. Als nächstes klappen wir dann das lange Stück einmal entlang der kurzen Kante zur Hälfte
und bügeln uns hier oben die Falz auch noch mal einmal schön herunter. Da können wir jetzt auch ein bisschen Dampf verwenden. Und übrigens, wenn euer Bügelstabilisator schon ein bisschen alt geworden ist, das heißt, dass die Klebepünktchen vielleicht schon ein bisschen ausgetrocknet sind, könnt ihr auch ein feuchtes Bügeltuch rüberlegen, um dafür zu sorgen, dass der Klebstoff noch mal ein bisschen Feuchtigkeit nachzieht. Damit sich jetzt die Lagen nicht mehr verschieben, haben wir ja hier unsere Stoffbruchbügelseite. Nehmen wir jetzt einmal knappkantig entlang aller anderen drei Seiten das Stück zusammen, sodass ich das nicht mehr aufklappen kann. Das vereinfacht uns einfach die spätere Verarbeitung. Dafür nehme ich ein Kantenstepperfüßchen, das hat hier in der Mitte diese Anschlagskante. Die sorgt dafür, dass ich einfach ganz knappkantig einmal drumherum nähen kann, ohne dass ich in den Bereich meiner späteren 1/4 Inch Nahtzugabe mit der Naht hereinkomme. Das hat den Vorteil, wenn ich das schön knappkantig mache, also ich sag mal vielleicht 1/8 Inch, dann verschwindet hier mein Heftfaden einfach nachher in der Nahtzugabe, ohne dass ich das nochmal raustrennen muss. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich setze dafür bei meiner Bernina die Nadelposition einfach mal 3 Ticken rüber nach links und nähe dann einmal rundherum alle 3 Seiten zu. Aufgepasst, hier oben, wo wir gebügelt haben, da nehmen wir nicht lang. Das ist zwar sehr dekorativ und hübsch, aber dann nehmen wir später eh lang, wenn wir hier den Reißverschluss anbringen. In Schritt 2.2 bringen wir nun die Reißverschlüsse an. Damit wir das überhaupt machen können, müssen wir natürlich unseren Endlosreißverschluss in 3,50 cm Stücke geteilt haben. Wir brauchen unsere 3 Zupfer. Wie macht man jetzt die Zupfer auf so einen Reißverschluss? Das bedarf etwas Übung. Und zwar entweder ich mache es so, ich öffne mir den Reißverschluss ein kleines Stückchen, ziehe dann beide Enden in die Front und gucke dann, dass sie in meiner Hand, dass sie möglichst gleich auf sind. Wenn die dann ungefähr auf der gleichen Höhe sind, dann drücke ich mit dem Daumen von unten gegen. Dann habe ich sie schon mal aufgesetzt, lege das Ganze flach auf den Tisch, halte hier links und rechts den Daumen drauf und den Finger drauf, damit das sich nicht auseinander bewegt und kann dann den Zupfer aufziehen. Das bedarf natürlich ein bisschen Übung und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Alternativ könnt ihr das auch so machen, dass ihr euch eine Gabel zur Hand nehmt. Die steckt ihr einfach irgendwo fest, dass die schön hält und nicht verrutschen kann. Ihr steckt dann euren Reißverschlusszupfer in die Zähnchen der Gabel. Dann hält er da. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Da ist er einmal zwischen den Zähnchen von der Gabel. Dann zapp, justiert euch mal ein bisschen. Machen wir uns wieder die Zähnchen ein kleines Stückchen auseinander und schieben diese ebenfalls hier in den Reißverschlusswagen links und rechts ein. Dadurch haben wir natürlich den Vorteil einer dritten Hand, sodass die Gabel für uns den Wagen festhält und wir mit beiden Händen gucken und vorne hier einschieben können. Das Prinzip ist bei beiden exakt das gleiche. Wie ihr das machen wollt, schaut mal, was für euch besser geht. Es gibt natürlich auch Gadgets, mit denen man das festhalten kann. Ich persönlich habe für mich gelernt, dass ich es am besten kann, wenn ich den Wagen einfach in die Hand nehme. Erstmal eine Seite einfädel, die zweite Seite dazu nehme und dann gucke, dass sie möglichst gleich auf sind. Jetzt seht ihr ja, dass hier links das schon ein bisschen tiefer hängt. Das heißt, ich würde den links wieder ein bisschen rausziehen. Und guckt dann, dass sie auf einer Höhe sind, was mir jetzt besonders schwer fällt, da ich dabei gleichzeitig, also ich nicht das Produkt angucke, sondern in die Kamera angucke, in die Kamera schaue und das Kamerabild sehe. So, ich habe beide dann drin und dann ziehe ich hier wieder runter und den Wagen auf. Auf unsere Lieblingsart versehen wir dann also alle 3 unserer Endlosreißverschlüsse mit unserem entsprechenden Zupfer. Ich habe mich hier für diesen schönen Regenbogenzupfer von quiltzauberei.de entschieden. Ich finde die halt so richtig schön und die passen ja schön zum Thema, dass wir eine Projekttasche für unsere Nähprojekte machen. Ziehen und Nummer 3. Eine Seite rein, die andere Seite auch. Gucken, dass beide in etwa gleich auf sind, bevor ich mit dem Daumen den Wagen bis ans Ende drücke. Ich guck mal, dass ich hier wieder im Kamerabereich bin, da seht ihr es. So. Setze dann hier 2 Finger drauf, dass ich Druck drauf bringe und kann dann den Wagen aufziehen. Ich ziehe mir dann alle Wagen einmal bis kurz vor Ende
und setze mir dann am Ende einen Wonderclip drauf. Ich bevorzuge hier auch die Original-Wonderclips von Clover. Die halten einfach viel länger und das Schöne ist, die Spannung in den Clips bleibt auch wirklich erhalten und die brechen nicht ruckizucki. Das heißt, einmal hier hinten aufsetzen. Warum mache ich das? Das ist einfach nur, damit ich mir den Wagen, den ich jetzt gerade so schön aufgefädelt habe, nicht versehentlich runterziehe. Wir machen die ganz ans Ende, weil dadurch bleiben die Wagen, während wir nähen oder Reißverschlusszupfer oder Wagen, sagt man dazu, auch bis dahin schön aus dem Weg. Sind die nicht klasse? Guck mal, wie schön die glitzern. Ganz viele Wege führen nach Rom beim Anheften des Reißverschlusses an die obere Kante von unserem großen Hauptfachteil. Ich nehme mir gerne von Soline den Klebestift. Das ist eine Klebestiftmine drin, die ist wasserlöslich. Damit kann man Sachen schon mal gut vorfixieren. Und zwar haben wir ja jetzt von gerade hier unsere schöne Bügelkante. Und die setzen wir jetzt von hinten auf unseren Reißverschluss. Bei Rechtshändern ist der Zupfer auf der linken Seite, damit man mit der rechten Hand aufzieht und wieder zu. Linkshänder möchten sich das vielleicht andersrum anbringen, dann kann man mit der linken Hand direkt rübergreifen. Ich werde alles zeigen, wie das für Rechtshänder ist. Linkshänder würden es dann in dem Fall einfach seitenverkehrt machen. Ich lasse den Reißverschluss immer ein Stückchen ein Stückchen zu lang. Generell, das ist mein Tipp, Reißverschluss lieber immer zu lang kaufen. Hinterher links und rechts was abschneiden kann man immer noch. Ich lasse den Reißverschlusswagen auf der linken Seite ein wenig überstehen. So ist er mir während des kompletten Nähprozesses ganz aus dem Weg und ich muss den Wagen nicht immer hinher justieren. Und dann hat man ruckizucki doch sich eine kleine Nase reingenäht. Deshalb besser ist, wenn der Wagen außen vor bleibt. Wie fixiere ich das Ganze jetzt? Ich mache mir einfach mit dem Soline Klebestift hier unten auf meinen Reißverschluss so einen Strich. Das geht auch bei der ersten Wäsche raus und ist jetzt auch nur da, um das Ganze mal temporär ein bisschen zu fixieren. Dann nehme ich das Hauptfach mit der Bruchkante und lege mir das auf den Reißverschluss. Da drücke ich das Ganze dann an und ich gucke einfach, dass der Wagen hier hinten schön viel Spielraum hat, damit ich hier vorne schön in Ruhe nähen kann. So. Guck nach Augenmaß, dass das so in etwa auf Höhe justiert ist, nur dass der Abstand hier zwischen den Zähnchen und meinem Stoff da gleich bleibt. Das Tolle ist, dass wir hier diese Falz gemacht haben, den Stoffbruch gemacht haben, ist, dass der nicht versehentlich hier in unsere Zähnchen gleich reinziehen kann. Das Ganze drücke ich dann einmal an. Dann hält der Stoffklebstoff das schön in Form. Und wer möchte, kann jetzt auch direkt rübernähen. Wer sich unsicher ist oder keinen Soline Stoffklebstift da hat, der kann sich hier das Ganze auch nochmal mit den Stecknädelchen fixieren. Damit das Ganze an Ort und Stelle bleibt. Dabei stecke ich was so rum, weil ich gleich mit dem Nähen von oben aus beginnen werde. Das zeige ich euch dann jetzt im nächsten Schritt, wie ich den Reißverschluss tatsächlich hier annähe. Jetzt nehmen wir den Reißverschluss an. Ich habe immer noch mein knappkantiges Nähfüßchen hier, das werde ich auch nutzen. Alternativ geht natürlich auch der Reißverschlussfuß. Die Nadelposition stelle ich jetzt nach links rüber, wie ihr hier seht. Und zwar stelle ich die auf minus 4, damit die Nähnadel ein bisschen weiter nach links geht und mehr von dem Reißverschluss und von dem Stoff da unten drunter zur gleichen Zeit greift. Damit mir hier der Rest nicht so im Weg ist, habe ich das leicht zusammengerollt und am ein und anderen Ende zusammengeklippt, damit mir das hier nicht an meinem Freiarm von der Nähmaschine anstößt und ich schön in einem Rutsch runternähen kann. Stichlänge lasse ich jetzt einfach bei der Standard 2,5, das ist ein schöner haltbarer Saum. Senkt mir meinen Nähfuß und das ist wieder der knappkantige, der hier die Anschlagskante hat, die mir hilft, das hier sauber herunterzuführen. Und dann nähen wir einmal bis zum Ende, verriegeln und dann haben wir das auch schon angenäht. Wenn man zur Stecknadel kommt, einfach einmal entfernen. Und übrigens, warum habe ich denn jetzt überhaupt diese Stecknadeln hier benutzt? Ich habe die langen Clover Flowerhead Pins benutzt. Die gibt es auch von Tulip als Tulpenkopfstecknadeln, weil die sehr schön fein, spitz und sehr lang sind. Und ich dadurch natürlich einen langen Bereich sehr flach stecken kann, während eine Stecknadel mit einem runden Kopf hier ein kleines Nibbelchen, eine kleine Falz machen würde, die für mich Ungenauigkeit da reinbringt, die ich nicht möchte. Und am Ende verriegeln. Und jetzt seht ihr hier, wie schön der Reißverschlusswagen aus dem Weg bleibt. Der ärgert uns gar nicht, während wir das nähen. Und so machen wir das auch gleich bei allen anderen Reißverschlusstaschen ebenfalls. Und fertig ist unser Hauptfach. Jetzt nähen wir unsere Meshtasche.
Und hierzu nehmen wir einen weiteren Reißverschluss. Erst einmal zusammen mit dem Mesh. Dabei achten wir auf jeden Fall wieder drauf, dass der Reißverschlusswagen am Ende wieder ein bisschen übersteht, damit er uns nicht im Weg herumspringt, während wir das Ganze zusammennähen. Das machen wir jetzt aber ein bisschen anders, als wir das normalerweise bei Reißverschlüssen tun würden. Und zwar nehmen wir den Reißverschluss von der linken Seite an unser Mesh. Dabei heften wir auch hier das Mesh wieder leicht unterhalb der Kante. Das heißt nicht Kante auf Kante, weil sonst guckt hinterher später versehentlich was raus. Lieber ein bisschen zurücknehmen, so 2-3 mm Augenmaß, dass das Mesh innerhalb von unserem Band des Reißverschlusses liegt. Da fixieren wir das nun. Auch hier nehme ich wieder meinen Klebestift zur Hand. Ihr könnt es aber auch wieder mit den Stecknadeln machen. Ich fixiere das immer gerne einmal ein bisschen vor, weil dann brauche ich es nur andrücken und kann es noch ein paar Mal minimal nachjustieren, bevor ich dann die Stecknadeln reinsetze. Jetzt nehmen wir den Reißverschluss also von der linken Seite an. Nadelposition ist auch wieder rüber. Ich habe jetzt gewechselt auf meinen Reißverschlussfuß, einfach weil ich mit dem hier, mit seiner Kufe, richtig schön bis an die Zähnchen, die ich hier fühlen kann, die ja auf der anderen Seite liegen, bis an die Zähnchen ranfahren kann, um hier den Reißverschluss mit dem Mesh zu vernähen. Meine Hände spüren dann die ganze Zeit, wo hier die Zähnchen sind und schieben die Zähnchen so ein bisschen, drücken die den gegen den Reißverschlussfuß. Wenn ich zur Nadel komme, entferne ich die kurz. Und das Gute ist, wie gesagt, ich habe das Mesh etwas großzügiger berechnet, so dass wir das nachher auch noch beischneiden können. Denn Mesh ist sehr stretchig. Das wird sich beim Nähen immer leicht ein bisschen verziehen. Daher gebe ich immer den Tipp, Mesh lieber später beischneiden und nachjustieren. Ihr seht schon, obwohl ich hier sehr vorsichtig führe, bildet sich hier schon eine kleine Welle, wo das Mesh sich schon ein bisschen gestretcht hat. Dass das jetzt sein kann, dass das hier am Ende gleich ein Stückchen länger auskommt. Aber lieber ein bisschen zu lang als ein bisschen zu kurz. Vernähen. Jetzt klappen wir den Reißverschluss nach vorn und nähen hier vorn auch noch mal knappkantig entlang. Dafür wechsle ich jetzt auf das knappkantige Nähfüßchen und das hat den Effekt, dass hier von hinten unsere grobe, schäbige Ansatzkante vom Mesh im Inneren liegt. Da ist sie. Sie wird nämlich so eingefalten und versteckt sich hinter einer sauberen Meshbruchkante. Die Nadelposition zum knappkantigen Nähfüßchen steht wieder auf minus 4. Wir haben immer noch farblich passendes Nähgarn zu unserem Reißverschluss drauf. Das Ganze ziehe ich jetzt einfach mit den Händen hier auseinander. Hier haben wir das ja gefalten und gucke, dass beides schön gerade liegt. Einfach mit den Händen immer ein bisschen das nächste Stück auseinanderziehen, nähen, nächstes Stück wieder auseinanderziehen, weiter nähen, wieder gucken, dass es auseinandergezogen ist und planen, weiter nähen, das nächste Teil plan ziehen, weiter nähen bis zum Ende hin. Hier dürfen wir das Mesh tatsächlich mal ziehen, damit hier das alles schön flach aufeinander liegt. Das Schöne ist auch hier wieder, unser Wagen ist aus dem Weg und hat uns beim Nähen kein einziges Mal belästigt. In Schritt 2.5 kümmern wir uns jetzt um unsere Vinyltasche. Das funktioniert eigentlich ganz genau so wie bei unserer Meshtasche. Allerdings ist Vinyl ein bisschen ein kniffliges Material. Wie machen wir uns das leichter? Entweder ihr habt einen Antihaftfuß oder Teflonfuß, der hat unten eine Antihaftbeschichtung, denn Vinyl klebt gerne mit anderen Kunststoffteilen und Metall sonst auch mal zusammen. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr vielleicht in eurem Repertoire einen Rollenfuß, der transportiert dann auch etwas besser und rollt über das Vinyl. Wenn ihr nichts von den beiden habt, dann lasst ihr bitte das Papier erstmal auf eurem Vinyl drauf. Das Papier hilft euch transportieren. Das Schutzpapier sorgt nämlich dann dafür, dass zwischen Vinyl und eurer Maschine noch eine zweite Lage ist, die beim Transport mithilft. Wir heften das Ganze jetzt genauso aufeinander, wie wir es gerade mit dem Mesh gemacht haben. Und zwar hier einmal die Oberkante. Auch hier können wir wieder mit ein bisschen Klebstoff nachhelfen. Und
klippen das Ganze dann ein wenig unterhalb des Endes. Also nicht bis ganz an die Kante gehen vom Reißverschlussband, sondern ein bisschen unterhalb bleiben, klippen uns das dann dort fest. Wir stecken die Clips so, dass die flache Seite zu der Seite mit den Nähzähnchen ist, weil wir auch gleich in die Richtung nähen wollen. Da man das jetzt, wenn ich es hier unten mache, nicht so gut sieht, mache ich das mal einmal schnell. Ihr auch, klippt das einmal bis zum Ende und dann sehen wir uns wieder. Wir haben also wieder die Nadelposition auf Stufe minus 4. Ich habe das Spezialfüßchen eingesetzt. Hiermit führe ich das auch wieder entlang der Zähnchen, die ich beim Führen fühle. Wer dieses Füßchen jetzt nicht hat, wird enorme Probleme haben, das zu transportieren, weil entweder das Vinyl auf dem Kunststoff eurer Nähoberfläche kleben bleibt und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter eurem Nähfüßchen. Ihr würdet euch dann hier einfach die Lage Papier von diesem Schutzpapier mit zur Hilfe nehmen und schiebt die hier drunter. Schiebt sie nicht komplett so drunter, weil dann seht ihr nichts und guckt, dass ihr mit der Nadel das Papier nicht perforiert. Wenn ihr das macht, ist es nicht wahnsinnig schlimm, aber ihr müsst nachher mit einer Pinzette das perforierte Papier aus der Nadel unter der Naht wieder hervorziehen. Die Arbeit möchten wir uns sparen. Also wenn ihr keinen Spezialfuß habt, der beim Transportieren hilft, dann nehmt ihr das Hilfspapier und schiebt das so unter den Fuß, nur so weit, dass die Nadel es nicht trifft. Und so näht ihr dann das Stückchen bis nach unten. Ich habe den Antihaftfuß und benötige daher das Papier hier nicht. So, machen wir mal eben hoch. Jetzt hat sich das nämlich bei mir verschoben. So. Und ich führe jetzt einfach wieder die Zähnchen hier entlang. Meine Nähmaschine sorgt dafür, dass der Abstand auch so schon super wird. Ich habe es nochmal auf minus 5 geschaltet, damit auch richtig viel gegriffen wird von dem Vinyl. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das zu sehen, das Vinyl. Das ist der Vor- und Nachteil des Double Polish, dass es so klar ist, dass ich es nicht wirklich mit dem Auge sehen kann, wo es hier endet. So, dass ich lieber zur Sicherheit nochmal auf die Stufe minus 5 die Nadel ganz nach links gesetzt habe. Mal bis zum Ende durch und vernähen. Dann klappen wir das Ganze auch hier wieder so um. Dadurch entsteht hier hinten ein schöner, sauberer Vinylabschluss und Vinylbruch. Und die rohe Vinylkante hier ist dann versteckt. Das Ganze faltet sich jetzt einfach mal einmal so mit den Fingern. Man könnte auch kurz mit einem Bügeltuch mit dem Bügeleisen auf niedriger Stufe rübergehen. Vinyl soll man zwar nicht bügeln, lässt sich aber bügeln, aber bitte niemals direkt mit dem Bügeleisen oben drauf. Wenn ihr also das gelagert habt, ihr habt eine kleine Falz drin, dann ist das überhaupt gar kein Problem, das mal kurz mit einem Bügeltuch dazwischen überzubügeln. Dann entspannt sich das Vinyl nämlich wieder und dann gehen die meisten Falten und Fältchen wieder raus. So, das wäre jetzt eigentlich auch ein Fall für unser knappkantiges Nähfüßchen. Da ist er, der Kantenstepper, um hier schön entlang zu gehen. Und hier hätten wir auch wieder das gleiche Problem. Das würde hier auf dem Vinyl nicht transportieren. Wer es so machen möchte, nimmt dann hier auch wieder das Schutzpapier dazu, wird das hier von dieser Seite auch noch unter den Fuß legen, weil hier ist der Fuß, hat der Fuß ein Material, was er gut transportieren kann. Das ist das Reißverschlussband. Auf dieser Seite hat er das Papier, um den Transport zu unterstützen und der Fuß klebt nicht am Vinyl. Alternativ macht ihr auch das mit dem Antihaftfüßchen, setzt das auf. Ich würde jetzt gucken, dass ich meine Nadelposition jetzt weiter nach rechts setze, sodass sie hier schön am Rand vom Band einsticht. Falls das hier, da ist ja der Vinylbruch, ein Stückchen und dann nähe ich erstmal ein bisschen runter. Und da hört er, das transportiert nicht gut. Bei mir klebt es jetzt hier an der Tischplatte. Das ist ja auch ein Kunststoff. Anschiebetisch, sodass ich mir das Papier jetzt einfach hier über den Kunststoffanschiebetisch lege, dass das da ein bisschen besser entlang leitet. Wieder einfach nur so weit falzen, wie ihr zu nähen gedenkt. Also ich falze das jetzt hier mal 10 cm runter. Nähe dann die gefalzten Zehen, da kommt mein Finger an, da weiß ich, bis dahin habe ich gefalzt. Falz wieder mit den Fingern ein Stückchen weiter runter, wieder so 15 cm. Und das ist nicht fest, so wie ihr meint, wie ihr euch damit wohlfühlt. Ne? Also plant nicht direkt gleich hier das ganze Vinylstück zu nähen. Irgendwas passiert, es hakelt was oder sonst irgendwas. Man bricht in Panik aus, es bricht das Chaos aus. Macht einfach 5 oder 10 cm, so viel, wie ihr euch auf einen Rutsch zutraut. Wieder die nächsten 5 oder 10 cm falzen. Und festnähen. Stückchen falzen und nähen. Stückchen umfalzen und wieder nähen.
Hier habe ich noch einen losen Faden hängen. Das ist mein Anfangsfaden. Und seht ihr, das ganz normal passiert auch mir. Den Anfangsfaden von vorhin habe ich da vorne versehentlich mit festgenäht. Aber können wir einfach abschneiden. Wieder falzen. Und ein Stückchen nähen. Wieder falzen und nähen. Dann sind wir auch schon so gut wie am Ende angekommen. Da vernähen wir dann. Und der Wagen ist uns schön aus dem Weg geblieben. Und dann können wir unsere Taschen auch schon aufsetzen. Weiter geht's mit Schritt 3.1. Wir zeichnen uns jetzt zwei Hilfslinien auf. Das habe ich mit dem Sewline Markierstift gemacht. Der ist auch natürlich von quiltzauberei.de. Das ist der Trio-Stift, der hat drei verschiedene Farben. Und zwar einmal so schwarz-grau-Graphit, dann pink und weiß. So dass ich natürlich für jeden Stoff immer die passende Farbe habe. Der zeichnet sehr fein und funktioniert wie ein Druckbleistift. Das heißt, wenn ich hinten drauf drücke, schiebt er die Mine auf, die ist auf Kreiden-Keramikbasis, einfach ein Stückchen weiter raus, sodass ich die Linien aufzeichnen kann. Das mache ich einmal wie in der Anleitung beschrieben und zwar messe ich dafür von oben aus die Hilfslinie 1 und 2 aus und habe die hier schon mehrfach übertragen, damit ihr sie auf dem Bildschirm auch sehen könnt. Für euch daheim reicht es wahrscheinlich, wenn ihr nur einmal entlang zeichnet. Übrigens, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke bimmeln lasst und vielleicht auch einen Kommentar schreibt. Denn nur mit eurem Daumen hoch bin ich auch angespornt, weitere Videos zu produzieren. Und wenn ihr weiteren Content haben wollt und wissen wollt, wann die nächsten Videos gepostet werden, so abonniert doch unseren Newsletter auf quiltzauberei.de oder folgt mir auf Instagram oder Facebook unter @quiltzauberei. Wir setzen dann die Netztasche auf unsere Hilfslinie Nummer 1. Wir machen das so, dass die Oberkante unserer Netztasche mit der Hilfslinie abschließt. Wenn sich eure Meshtasche beim Nähen, dadurch, dass sie sehr stretchig ist, ein bisschen bananig verzogen hat, ist das gar kein Problem. Dann zieht ihr die jetzt einfach wieder in Form. Wir stecken schon mal fest und richten uns einfach entlang der Hilfslinie aus. Und übrigens, wer es vorhatte, aber es vergessen hat, hier könnt ihr noch eine Widmung draufstecken, wenn ihr die Tasche für ein Geschenk oder eine Wichtelei benutzen wollt oder jetzt noch ein Labelchen aufnähen. Das würde ich machen, bevor ihr die weiteren Taschen aufgesetzt habt, denn die sind euch hinterher nur unnötigerweise im Weg. Hier, wo es so ein bisschen schief runter geht, zieht es einfach gerade. Das ist ja das Tolle an dem Mesh, der stretcht sich in alle Richtungen und heftet das auf. Das nehmen wir dann hier einmal jetzt gleich knappkantig fest. Die weitere Hilfslinie, die wir hier aufgezeichnet haben, dient ebenfalls dazu, die Unterkante unserer Meshtasche zu fixieren. Und da seht ihr jetzt, warum ich die Meshtasche etwas länger als benötigt gelassen habe. Denn so könnt ihr der Linie nach nähen und das, was hier am Mesh gleich noch übersteht, das können wir dann einfach wegschneiden. Wir sehen uns an der Nähmaschine wieder. Zurück an der Nähmaschine habe ich die Meshtasche, damit die auch schön flach liegen bleibt und mir aus dem Weg liegen bleibt, mit Nähmagneten fixiert. Die sind ganz praktisch, weil man so auch, das seht ihr auch gleich beim Vinyl, größere Objekte auch im Inneren schön wegheften kann, ohne dass Nadeln im Nähbereich behindern. Das Nähfüßchen ist wieder drin mit dem Abstandshalter, das Kantennähfüßchen, und wir fangen hier oben an. Unsere Zupfer sind weiterhin schön aus dem Weg. Ich setze die Nadelposition wieder vier Ticke nach rechts, nach links, sodass das schön hier in das Band von unserem Reißverschluss einsticht. Und dann nehmen wir hier knappkantig runter. Zum Schluss lasse ich die Nadel stecken. Und nähe dann hier direkt schon mal einmal entlang der Kante herunter, dass die Seite auch schon verschlossen ist. Ist das jetzt zwingend nötig? Nein, aber so kann ich hier schon mal herunterwandern und habe hier auch direkt schon eine Abschlusskante. Zuletzt nähe ich jetzt hier entlang der, so könnt ihr es glaube ich besser auf der Kamera sehen, entlang der zweiten aufgezeichneten Hilfslinie bis nach unten. Und ich überlege gerade, wie ich euch das so hinkriege, dass ihr das auf der Kamera auch sehen könnt. Ich zeichne hier nochmal schnell mit einem zusätzlichen Stift drüber ein. Und da bin ich wieder. Ich habe die Hilfslinie 2, die ich hier mit dem Kreidestift schon aufgezeichnet habe,
nochmal mit dem Soline Duo. Das ist so ein Medium, etwas dickerer Filzstoffstift. Nochmal drüber markiert, damit ihr jetzt in der Kamera auch sehen könnt, wo wir entlang nähen. Und zwar stellen wir jetzt unsere Nadelposition wieder in die Mitte, sodass die Nadel direkt hinter unserem mittigen Schwert liegt. Dann können wir das zum Führen benutzen, um hier gerade unsere Linie entlang zu nähen. Auch noch diese Kante zu. Nicht, weil das jetzt gerade zwingend notwendig ist. Wir nähen hier später eh noch mal lang, sondern nur damit das Mesh schön flach liegen bleibt für die nächsten Arbeitsschritte. Moment, Nadelposition natürlich wieder was rüberschieben, sonst treffen wir ja gar nicht da, wo wir treffen wollen. Übrigens, jetzt hier nicht rübernähen, denn den Wagen müssen wir uns nachher noch aus dem Weg schieben. Jetzt gerade stört er uns aber da nicht und deshalb lassen wir ihn erstmal außen vor. Da kommen wir später hin. Sehen wir uns gleich wieder und fixieren die Vinyltasche. Bevor wir jetzt die Vinyltasche annähen, schneiden wir noch das überstehende Mesh zurück, sodass es nur noch etwa ein Viertelinch, ein Stückchen länger ist als unsere Naht, wo wir es gerade fixiert haben. Dabei hilft eine Applikationsschere. Die hat in der Regel so einen Duckbill, so einen Entenschnabel, mit dem wir so richtig nah ans Material rankommen, ohne zu schneiden. So können wir den Entenschnabel unter das Material geben, das ein bisschen kippen und dann abschneiden. Es hat den Vorteil, dass wir uns nicht versehentlich in unser Mesh reinschneiden oder in den Teil, den wir noch benötigen. Augenmaß reicht hier vollkommen. Es geht nur darum, dass das überschüssige Material zurückgeschnitten wird, sodass das nachher nicht mehr in unsere Meshtasche reinragt. Das werde ich euch gleich zeigen, wie wir das ganz einfach verstecken, sodass das hinterher keiner mehr sieht. Wir nehmen also unsere Vinyltasche und legen diese hier oben auf. Und zwar so, dass die Oberkante mit unserer soeben gemalten oder nochmal nachgezeichneten, etwas dickeren Hilfslinie 2. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auf der Kamera auch wirklich die Linie jetzt besser sehen. Bis zur Hilfslinie Nummer 2 hochschieben und stecken das Ganze auch dort wieder fest. Hier im oberen Bereich können wir natürlich Stecknadeln nehmen. Aber was machen wir unten im Vinyl? Im Vinyl ist das jetzt natürlich alles ein bisschen lästig. Wenn wir da mit den Nadeln durchgehen, würden wir uns da ganz bezaubernde Löcher hineinstecken, die wir nicht haben wollen. Ich habe auch extra, wie schon mehrfach erwähnt, diese Stücke alle ein bisschen größer gelassen, sodass wir die gleich noch auf unserer Maß, von unserem Block von 16x16 Inches zurück herunterschneiden können. Wenn sich irgendetwas verschoben hat und Co., ist das jetzt eigentlich vollkommen egal, denn wir haben genug Spielraum, dass das gleich alles noch zusammenpasst. Wenn also wie hier bei mir hier unten das Vinyl mit der Unterkante nicht mehr ganz abschließt, ist das vollkommen egal. Wir können die Unterkante nachher gerade schneiden, dafür haben wir genug Material. Um jetzt hier den Vinyl festzumachen, nehme ich auch wieder die Nähmagnete. Die sind hier von SewTights, das ist zum Beispiel die Tula Pink Edition. Die bestehen aus einem Gegenplättchen und aus einem starken Magnet mit Kunststoffüberzug. Das Gegenplättchen kommt einfach unter das Nähgut, der Magnet oben rauf. So können wir die dann einfach alle verschieben und sorgen dann zugleich dafür, dass sich unser Vinyl beim Nähen nicht verschiebt. Jetzt nähen wir auch hier wieder, wie vorhin beim Mesh auch, erst einmal hier oben knappkantig entlang und dann einmal drumherum unsere Tasche zu. Zurück an der Nähmaschine, das ist wieder das knappkantige Nähfüßchen immer noch drauf. Nadelposition ist auf minus 4, also nach links rüber gestellt, sodass wir jetzt hier entlang nähen. Legt euch schon mal euer Vinylschutzpapier, was auf der anderen Seite vom Vinyl war, zur Seite, sodass ihr das gleich, falls es hier zu Problemen beim Transportieren kommt, und mit unter den Fuß lupfen könnt, damit er schöner transportiert, wie vorhin auch schon gemacht. Wir nähen dann gleich runter. Den Reißverschluss auf dieser Seite können wir ruhig schon zunähen, da hängt ja nicht unser Wagen.
Und jetzt habe ich ja hier ein bisschen Material überstehen. Ich orientiere mich jetzt erstmal an der Vinylkante. Das schneiden wir gleich alles eh noch weg und bei. Und da merkt man auch schon, der Fuß transportiert jetzt nicht wieder richtig. Ich hätte natürlich auch den Ansi-Haftfuß nehmen können, aber ich wollte jetzt gern die Anschlagskante nutzen. Also schiebe ich einfach das Schutzpapier mit unter den Fuß. Und da merkt man direkt, es näht jetzt, als wäre es kein Vinyl. Es näht einfach und transportiert das Ganze sauber weiter. Und auch jetzt nur bis zum und nicht durch den Reißverschluss nähen. Sonst haben wir nachher den Wagen außen und wir wollen den ja benutzen. In Schritt 3.3 begradigen wir nun unser Taschenteil. Denn ihr werdet merken, wenn ihr eure Front, euren Patchwork-Block, den wir anfangs gequiltet haben, oben auflegt, merkt ihr, dass der doch deutlich kleiner ist. Das war natürlich die ganze Zeit Absicht, denn der ein oder die ein oder andere werden sich hier an diesem Teil irgendwo vernäht haben, irgendwo ist was schief. Das passiert doch irgendwie immer, seien wir ehrlich, wer von uns ist schon perfekt. Deshalb hatte ich hier ein bisschen extra Spielraum eingebaut, sodass wir die Taschenrückseite mit den Unterfächern, unser Hauptfach, jetzt auf das Maß von unserer Taschenfront zuschneiden können. Wir machen also aus diesem jetzt so noch circa 18x18 Inch großen Taschenrückseite, kürzen wir die jetzt runter auf ein 16,5x16,5 Inch Quadrat, passend zu unserem Patchwork-Block. Dazu orientieren wir uns an der Oberkante. Die Oberkante ist auf jeden Fall gegeben, denn an dem Reißverschluss können wir nichts mehr schneiden oder ändern. Ihr messt also aus und schneidet rundherum die Tasche, sodass sich ein Maß ergibt von 16,5x16,5 Inches. Bevor ihr das aber macht, jetzt nicht versehentlich die Zupferchen abschneiden. Die ziehen wir uns jetzt in die Mitte von unserer Tasche, sodass sie schön aus dem Weg sind und wir anhand der Kanten begradigen können. Wenn ihr das alles begradigt habt, nehmen wir noch einmal ruhig die Seiten zu, da an den Seiten, wo ihr geschnitten habt. Und dann wird es an der Zeit, dass wir unseren Griff aufsetzen und dazu sehen wir uns dann wieder. Gemäß Schritt 4 markieren wir uns dann an der Oberkante die Mitte unserer Tasche, damit wir unseren Taschengriff oder Aufhängung anbringen können. Ich habe hierfür zwar ein Maß in der Anleitung angegeben, vielleicht wollt ihr den aber auch breiter oder länger machen oder auch das als Schulterriemen tragen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wenn ihr Polypropylen benutzt, flemmt die Kanten am Ende einmal ab, sodass diese miteinander verschmelzen. Und dann zeichnen wir uns von unserer aufgezeichneten Mittellinie links und rechts eventuell noch eine Naht. Oder ihr schaut, wie das für euch komfortabel ist. Dann könntet ihr das hier auch einfach anklippen. Und dann schauen, wie euch der Henkel von der Breite gefällt. Wenn ihr eure komfortable Breite dann auch gefunden habt oder ihr nehmt das Maß, was ich in der Anleitung angegeben habe, als Grundmaß für einen Handgriff und Aufhängung, näht ihr hier links und rechts die beiden Griffenden kurz, knapp, kantig fest, damit die einfach für die weiteren Nähschritte fixiert sind. Achtet dabei darauf, dass die gleichen flachen Seiten zur Oberkante liegen. Das heißt, dass der Bügel mit der gleichen Unterseite wie auch hier zu eurem Nähgut liegt und nicht versehentlich verdreht ist. Jetzt werden im nächsten Schritt Nummer 5 die beiden Taschenteile miteinander verbunden. Dazu legen wir unseren Patchwork-Block mit der Vorderseite nach unten und darauf platzieren wir unser Haupttaschenteil. Wir können das Ganze jetzt rundherum festklippen oder, wie ich bevorzuge, einfach Sew-Tights Nähmagnete geben. Die gibt es auch in Heavy Duty mit extra starkem Magnet, sodass ihr die Magnete einfach auch mittig platzieren könnt. Das hat den Vorteil, dass ihr euch die Clips beim Nähen nicht aus dem Weg ziehen müsst, sondern einfach die Sew-Tights Magnete mitten im Projekt platzieren könnt. Die Gegenplatte kommt einfach unten runter und der Nähmagnet kommt oben dagegen. So ist das Ganze dann auch beim Nähen verrutschsicher und wir nähen dann jetzt einmal knappkantig rumherum. Knappkantig ist circa 1/8 Inch Breite. Es kommt jetzt hier nicht auf die Präzision an, nur dass wir alle Lagen treffen und dass der Nahtzugabe jetzt beim Zusammennähen der zwei Elemente weniger als 1/4 Inch beträgt. Denn nur so können wir die Nähte, die wir jetzt heften, nachher in unserer Einfassung verstecken. Ich habe jetzt wieder auf mein robusteres Nähgarn, das Aurifil 28 Weight,
gewechselt, um jetzt einmal alle Lagen miteinander rundherum zu verstecken. Wer hat, kann sich jetzt hier übrigens auch sein Dual Feed dazu einschalten, damit auch die dickere Masse jetzt gut von der Maschine transportiert wird. Wer übrigens keine Dual-Feed-Funktion an seiner Maschine hat, könnte jetzt auch den Anpressdruck erhöhen, was ebenfalls den Druck auf das Nähgut ein wenig erhöhen würde, oder mit einem Obertransporteur nähen, sollte es beim Transport des Materials zu Problemen kommen. Schadet es auch nicht, jetzt das ganze Nähgut noch einmal komplett rundherum zusammenzunähen für eine extra haltbare Außennaht. Und dann sehen wir uns gleich am Schneidetisch wieder und stecken unsere Einfassband, unser Binding zusammen, denn dann ist unsere Tasche schon fast fertig. Yay! Der letzte Arbeitsschritt Nummer 6 beinhaltet unsere Binding- oder Einfassstreifen, mit denen wir dann unsere Tasche jetzt rundherum versäubern. Wir nehmen unsere in 2¼-Inch zugeschnittenen Streifen für die Umrandung, legen diese im rechten Winkel übereinander. Eine Stecknadel hilft, dass das jetzt nicht verschiebt, und zeichnen mit einem Lineal einfach diagonal eine Hilfslinie von der einen Spitze zur anderen Spitze im 45-Grad-Winkel diagonal über unseren Stoff. Das könnt ihr natürlich auch mit einem feinen Stift machen. Ich nehme jetzt hier mal wieder den groben Stoffstift, damit ihr das auf der Kamera gut sehen könnt. Im nächsten Schritt nähen wir jetzt hier rüber. Wenn wir hier rüber genäht haben, können wir dann die Nahtzugabe zurückschneiden bzw. dieses überstehende Eckchen entfernen. Genäht ist. Jetzt legen wir einfach unser Lineal hier rauf und schneiden da circa, können wir auch Augenmaß mit unserer Schere machen, 1/4 Inch Nahtzugabe zurück. Das Ganze wird jetzt umgeklappt und einmal darüber gebügelt. Wie kommt denn jetzt der Bindingstreifen rund um unseren Quilt bzw. unsere Projekttasche? Wichtig ist, den Streifen nicht zu bügeln. Ich habe das auch jahrelang gemacht, dass ich mir den Streifen erstmal zur Hälfte gebügelt habe. Das ist aber eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, denn beim Nähen wird sich das vielleicht noch das ein oder andere bisschen verschieben. Wenn ihr dann schon eine genaue Bügelfalz in der Mitte habt und ihr näht dann doch mal ein bisschen ungenau, habt ihr diese Falz so gesetzt, dass das hinterher eine unnötige Falte ergibt. Wenn ihr das nicht zur Mitte bügelt, sondern einfach lose lasst und selbst nur locker von Hand faltet, während ihr das rundherum steckt, dann bleibt das Binding-Endergebnis tatsächlich schöner. Wir nähen das Binding jetzt nicht von dieser Seite an, denn das würde bedeuten, dass wir hinterher auf der Rückseite von Hand irgendwie durch dieses Vinyl nähen müssten. Das geht natürlich verdammt schlecht. Wir fangen also an, indem wir an der Unterkante zu stecken beginnen. Dabei lassen wir das Anfangsschwänzchen von 15 oder 20 cm erst einmal lose stehen, denn die beiden Enden, die noch lose bleiben, werden wir dann zum Schluss miteinander verbinden. Wenn wir dann zur Ecke kommen, scheint es erstmal knifflig zu werden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt im Zoom. An einer Ecke angekommen, ziehen wir unser Binding erst einmal gerade. Wenn wir hier später nähen, wenn wir dies eben so machen. Deshalb zeige ich das jetzt einmal im Close-up, denn wir werden nicht rundherum alles stecken. Wir werden gleich beginnen zu nähen und jede Ecke beim Nähen falten. Warum machen wir das? Wenn wir jetzt rundherum schon alles feststecken und unsere Ecken formen, kann es trotzdem sein, dass sich unser Nähgut ein bisschen verschiebt oder verzieht und wir uns dann Wellen festnähen. Deshalb lieber nur den Anfang kurz stecken und dann formen wir die Ecken beim Nähen. Wie so eine Ecke zu formen geht, zeige ich jetzt, damit wir das gleich beim Nähen direkt gemeinsam machen können. Wir würden also runternähen bis circa eine Füßchenbreite, 1/4 Inch vor Ende. Wir nähen das Ganze auch gleich füßchenbreit mit 1/4 Inch Patchwork-Fuß an. Wenn wir in der Ecke ankommen, nehmen wir also bis 1/4 Inch vom Ende, nehmen dann unseren Binding-Streifen und ziehen diesen hoch, bis der Streifen eine gerade Linie mit der anderen Kante ergibt. Tut er das, nehmen wir den Streifen und klappen ihn einmal zurück, sodass dieser hier unten mit der nächsten Kante wieder gerade abschließt. Das bedeutet also, dass hier ein kleines Schwänzchen entstanden ist, ein kleines Dreieck, was genau aufeinander liegt. Egal, ob wir es zu dieser oder zur anderen Seite klappen, es liegt genau aufeinander. Also nochmal. Wir klippen bis kurz vorm Ende. Wenn wir nähen, nähen wir bis 1/4 Inch, also eine Nahtzugabenbreite vor unserem Ende.
dort pausieren wir. Wir ziehen dann den Bindingstreifen in Verlängerung mit unserer anderen Kante gerade heraus. Wir können das hier auch ein bisschen mit dem Finger falzen, um uns zu helfen. Ziehen dann den aufeinanderliegenden Streifen und klappen diesen zurück, sodass dieser mit der nächsten Kante gerade abschließt. Ob das richtig ist, sehen wir daran, dass sich hier so ein kleines Schwänzchen bildet, so ein kleines Dreieck, was wir hin und her klappen können. Klappen wir es runter zu dieser Seite, schließt es mit dieser Kante ab. Klappen wir es hoch zu der Seite, schließt es mit dieser Kante ab. Beim weiteren Nähen würden wir dann unsere Nadel hier wieder einsetzen. Das wäre quasi direkt neben der Diagonale, direkt dort. Und nähen füßchenbreit bis zur nächsten Kante herunter. Ich zeige euch jetzt aber auch nochmal, wie das in der Praxis aussieht. An der Nähmaschine haben wir unser Viertel-Inch, Quarter-Inch Nähfüßchen eingebaut. Optimalerweise haben wir hier auch eine Anschlagskante, die uns hilft, die genaue Nahtzugabe einzuhalten. Ich habe hier hinten also das Schwänzchen hängen, das habe ich hier festgeklippt von den 15-20 cm, die wir erstmal unvernäht lassen, damit wir nachher beim Enden zusammensetzen mehr Platz haben zu manövrieren. Wir nähen also bis ein Viertel-Inch vor Ende. Wer jetzt Sorge hat, das nicht zu sehen, kann sich natürlich auch das erste Mal ein Viertel-Inch hier unten mit einem Stift markieren, damit er weiß, wo er stoppt. Übrigens, 28-Weight-Nähgarn habe ich immer noch drin, einfach weil es robuster ist. Und es soll ja auch eine super Gebrauchstasche werden. Wir nähen also bis ein Viertel-Inch vor Ende. Ziehen dann unseren Streifen. Ich vernähe mal einmal, damit ich euch das zeigen kann. Ihr könntet die Nadel aber auch drin lassen. Das heißt, wir ziehen dann unseren Streifen in Verlängerung. Ein bisschen Streifen hier holen. Wir ziehen unseren Bindingstreifen in Verlängerung, sodass hier eine Gerade entsteht. Dadurch entsteht hier automatisch ein 45-Grad-Winkel. Wir ziehen dann unseren Streifen zurück nach vorn, sodass dieser eine Gerade mit unserer nächsten Kante bildet. Dadurch entsteht hier das besagte Dreieck oder Schwänzchen, das sowohl hier mit der Kante abschließt, wenn ich es in diese Richtung klappe, und auch mit der anderen Kante abschließt, wenn ich es nach oben klappe. Wir beginnen dann wieder zu nähen, direkt hinter dem Dreieck. Es verläuft hier diagonal. Wir beginnen wieder da direkt hinter der Diagonale zu nähen. Gucken, dass unsere beiden Bindingstreifen, die rohen Kanten, aufeinander sind und mit der Kante von unserem Nähgut abschließen. Und dann nähen wir weiter bis zur nächsten Ecke. So, wir nähern uns der nächsten Ecke und das ist einer der wenigen Momente, wo wir jetzt tatsächlich unseren Reißverschluss nicht in Parkposition irgendwo hängen lassen können, sondern den uns schon mal ein bisschen aus dem Weg ziehen. Wir nähen also wieder bis ein Viertel-Inch vor Ende. Wer das jetzt, wieder gesagt, nicht mit Augenmaß sehen kann, kann sich hier auch eine Markierung setzen. Nehmt euch einfach das Lineal dazu zur Hand und setzt euch eine Viertel-Inch-Markierung. Näht bis zu dieser. Ihr könnt die Nadel stecken lassen oder vernähen. Ich würde jetzt hier einmal vernähen, damit ich euch das besser auch zeigen kann. Wenn ich das so ein bisschen in den Kamerabereich holen. Wir ziehen also wieder unseren Einfassstreifen in Verlängerung, gerader Verlängerung mit der Oberkante. Dann bildet sich hier dadurch ein 45-Grad-Winkel. Wir nehmen unseren Streifen und ziehen diesen runter, gerade herunter, abschließend mit der neuen Kante. Und um zu kontrollieren, ob wir das auch richtig gemacht haben, gucken wir, dass das hier oben plan abschließt mit dieser Kante. Wenn wir das Dreieck hier rüberklappen, zu dieser Seite schließt es plan an mit dieser Kante. Da wissen wir, wir haben alles richtig gemacht. Wir klappen uns das aus dem Weg. Hier ist das Dreieck, hier endet das Dreieck. Und da beginnen wir dann auch wieder weiter zu nähen und nähen weiter runter. So machen wir das jetzt bei allen Ecken, bis wir wieder am anderen Ende ankommen. Eine Sache noch, nicht vergessen. Wir nähen jetzt bis kurz vor unserem Reißverschlusszupfer. Wir hören ein paar Zentimeter vorher auf, damit wir nicht versehentlich mit unserem Nähfuß in den Reißverschlusszupfer reinrasen. Denn dann entstehen unschöne Nasen beim Nähen. Wir nähen also bis hierhin. Dann ziehen wir uns den Zupfer hinter unser Nähfuß und damit ist er aus dem Weg und stört uns auch gleich beim weiteren Nähen nicht mehr. Sind wir einmal ganz rum, schaut das gute Stück so aus. Die Enden hängen noch lose. Wie wir die jetzt gleich verarbeiten, zeige ich euch. Das Tolle ist die Magie, die jetzt in den Ecken passiert, dadurch, dass wir die so schön beim Nähen schon geformt haben. Wir können die nämlich einfach hier rausstopfen sozusagen mit unserem Finger und die Kanten
legen sich direkt schon schön, sodass sich hier automatisch halt auch dieser 45 Grad Winkel bildet. Das Ganze nehmen wir dann gleich hinten von der eigentlichen Vorderseite, von der Blockseite von Hand an. Das werde ich euch auch zeigen. Eine super anfängerfreundliche Variante, das zusammenzumogeln, ist nicht das zusammenzunähen. Da sich dieses Video ja auch an Anfänger richtet, habe ich gedacht, ich zeige euch mal diese Variante. Und zwar geht ihr einfach hin und habt euer Nähstück, euer Endstück und faltet euch dies zu einer Spitze. Ihr nehmt dann das andere Ende und legt das einfach gerade dort herein. Danach klappt ihr die anderen Streifen wieder zurück, sodass beides an der Unterkante abschließt. Das, was extra ist, könnt ihr dann einfach abschneiden und näht noch einmal entlang dieser Unterkante alles zusammen. Der Nachteil ist, dass hier ein Löchchen bleibt, das offen bleibt. Die meisten werden aber gar nicht merken, dass es nicht zusammengenäht ist. Und das ist wirklich die allereinfachste Variante, die Binding-Enden am Ende irgendwie hübsch zusammenzubekommen, ohne viel Trara. Doch wie geht jetzt ein Binding-Finish der Meisterklasse? Wie gehen diese beiden Enden hier denn jetzt nun tatsächlich so aneinander, wie sie sollen? Wir suchen uns ein Ende aus, mit dem wir anfangen. Ich nehme dafür das Marti Mitchell Perfect Patchwork Corner Trimmer, kleine Lineal, was es auch bei quiltzauberei.de gibt. Es reicht aber auch ein anderes Werkzeug, wie zum Beispiel Folded Corner Trimmer, der einen 45-Grad-Winkel hat und uns vielleicht auch noch dabei hilft, die Eselsohren schon mal abzuschneiden. Das Ganze legen wir dann hier auf, sodass die Unterkante und die Oberkante miteinander abschließen und schneiden uns unser erstes Dreieck zu. Dann suchen wir uns das Gegenstück, die andere Seite, und markieren dies ebenfalls. An der anderen Unterkante suchen wir uns jetzt die Gegenseite. Dazu legen wir die beiden ineinander und markieren uns eine Linie. Auf der anderen Seite können wir das gleiche machen. Jetzt klappen wir das Stück auf und fügen dieser Linie noch eine Nahtzugabe hinzu. Wir fügen dieser Linie dann unsere Nahtzugabe hinzu. Und zwar nicht die einfache, sondern die doppelte. Weil wir haben das so angezeichnet, das heißt, es passt so exakt aufeinander. Das heißt aber auch, wir müssten dort nähen. Hier können wir keine Nahtzugabe mehr hinzufügen, also müssen wir hier die doppelte Nahtzugabe hinzufügen. Dazu nehmen wir unser Lineal und zeichnen uns einen halben Inch, da wir sonst mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe nähen, dazu. Bevor wir das jetzt hier abschneiden, nicht dass wir einen Fehler verursacht haben, stecken wir das jetzt einmal zusammen. Damit wir die beiden Enden jetzt provisorisch zur Kontrolle unserer Linien aneinander stecken können, habe ich das Quilt-Sandwich hier zusammengeklippt. Dadurch entsteht hier natürlich mehr Spielraum zu manövrieren. Ich nehme dann das Ende und stecke dies hier an die Linie. Das machen wir in dem gleichen Winkel, wie wir den aufgezeichnet haben. Die obere Eselsohrenkante schließt hier ab. Und ich stecke die Nadel auch so rein, dass wir das quasi einmal Probe genäht haben. Das heißt, in etwa einer Nahtzugabe Entfernung stecke ich die beiden Teile hier zusammen. Als nächstes nehme ich die Clips hier unten wieder raus. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier hinlegt. Wenn es so zusammengenäht wäre, perfekt, würde sich hier eine Linie ergeben. Das heißt, die Linie, die wir gerade angezeichnet haben mit der Nahtzugabe, ist korrekt. Wir können das nun also beischneiden. Im Schneiden nehmen wir uns jetzt auch unseren Marti Mitchell Corner, Perfect Patchwork Corner Trimmer wieder, legen den auf unseren Streifen auf, so dass die Außenkante hier, die wir markiert haben, das heißt die Nahtzugabenlinie mit dem Lineal übereinstimmt, und schneiden den Rest von unserem überstehenden Schwänzchen und schneiden uns hier unten auch gleich unser Eselsohr weg. Nun gehen diese beiden Enden gleich hier perfekt ineinander und aufeinander, da wir die Nahtzugaben berücksichtigt haben. Dazu stecken wir diese jetzt aufeinander, damit das leichter geht. Ihr seht, so müsste ich mir jetzt hier einen abasten und abfummeln, dass die aufeinander gehen. Das heißt, hier unten einfach wieder großzügig unser Quilt-Sandwich zusammenklippen. Das gibt uns hier oben Spielraum und Manövrierfähigkeit, um die beiden Enden aufeinander zu machen. Und jetzt aufpassen, dass ihr nicht hier versehentlich das dreimal ineinander dreht und dann zusammensteckt, sondern die Enden schön gerade laufen lassen und dann aufeinander klappen. Wer sich hier unsicher ist, kann auch noch mal einmal die Enden aufeinander machen.
steckt die Stecknadel rein, zur Übung wie genäht und guckt, geht es dann auseinander. Das passt perfekt. Dann müssen wir es jetzt nur noch Füßchen breit mit unserem Patchwork-Füßchen mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe unsere Enden zusammennähen. Die Enden schön verklippen bzw. verklippt lassen, damit wir hier viel Spielraum haben und schön nähen können. Die beiden Enden sind noch richtig aufeinander gesteckt. Ich nehme das Stecknädelchen jetzt trotzdem einmal raus, damit ich sie hier wirklich nochmal direkt vor der Maschine, bevor ich jetzt nähe, ganz passgenau aufeinander schieben kann. Hier seht ihr, da guckt es jetzt wieder ein bisschen raus. Wir wollen es genau aufeinander haben. Ich senke schon mal den Nähfuß, dann hält es mir den Anfang schon mal fest. Und beginne dann zu nähen und gucke hier nach und nach, dass diese Enden auch schön aufeinander kommen. Zum Schluss vernähen. Wir müssen dann nur noch unsere Clips entfernen und dann springt unser Binding auch schon hier unten an die Ecke. Wir müssen dann hier noch die Markierung entfernen, die wir uns gesetzt haben, wo wir die Nahtzugabe zugesetzt haben und einmal entlang der Unterkante das noch offene Binding-Stück vernähen. Zum Abschluss nehmen wir jetzt nur noch unser Binding per Hand rundherum an unser Täschchen. Warum mache ich das nicht mit der Nähmaschine? Wenn wir dies mit der Nähmaschine machen, kann es natürlich passieren, dass wir vorn und hinten nicht treffen. Das heißt, wenn dieser Abstand hier nicht 100% präzise ist wie dieser Abstand und beides, wir nicht dafür sorgen können, dass beides auch genauso präzise aufeinander liegt, während wir das Ganze zum Beispiel mit einem knappkantigen Patchwork-Füßchen feststeppen, dann kann das natürlich passieren, dass wir, wenn wir hier entlang nähen, hier hinten mal hier daneben auskommen, mal nähen wir hier schön am Rand, mal fällt die Naht etwas weiter oben auf. Das ist natürlich dann sehr auffällig und schade für all die Arbeit, die wir schon in unser Nähstück gesteckt haben. Deshalb mache ich das lieber von Hand, das zeige ich euch jetzt, wie man das sehr verdeckt macht. Wenn ihr das absolut nicht von Hand machen wollt, würde ich euch sagen, macht es trotzdem von Hand. Es wird einfach in meiner über 20-jährigen Näherfahrung, ich finde, es wird einfach viel, viel, viel schöner, weil man sieht halt überhaupt nichts. Ansonsten würde ich euch empfehlen, das Binding andersrum anzunähen, das heißt immer auf der schönen Seite zu beginnen. So macht man es ja normalerweise, dass man, wenn das jetzt eine normale Patchwork-Decke wäre, würde man hier von vorne annähen, nach hinten umklappen und hinten auf der Rückseite das von Hand annähen. Wenn ihr das unbedingt per Maschine machen wollt, näht es auf der Rückseite eurer Patchwork-Decke an, klappt es nach vorne zur schönen Seite und näht dann von vorne knappkantig, dann ist auf jeden Fall eure Decke von vorne wunderschön. Und wenn es von hinten mal daneben geht, nun ja, dann ist es halt so. Noch ein Tipp, wie es ein bisschen weniger auffällig ist, wenn man, dass man es hinten regelmäßiger sieht, wäre, dass ihr mit einem Zierstich einmal komplett drumherum geht, sodass zum Beispiel Zierstichherzchen, wenn die mal ein bisschen weiter links oder rechts landen, dann sieht das keiner, weil die liegen immer noch überm Rand. Zum Annähen des Bindings von Hand empfehle ich immer einen besonders reißfesten, aber besonders feinen Faden. Ich nehme hierfür gerne das Orifil 28 Weight. Das ist ein feineres Baumwollgarn, das aber für seine Feinheit sehr robust und sehr reißfest ist. Stellt euch das jetzt nicht vor wie einen super dicken Polyester extra stark Faden, so reißfest ist es dann auch nicht. Es geht hier um die Balance zwischen Feinheit des Garns und Reißfestigkeit. Das Ganze nähe ich persönlich gerne mit den Tulip Pins. Das sind sehr feine, extrem spitze, man sagt auch immer die kleinen Samurai-Schwerter aus Japan, der japanischen Firma Tulip. Guck mal, das ist ein bisschen fokussieren. Wollen sie nicht? Doch, da sind sie. Ich benutze gerne die Size 10 Big Eye, wie das auch Tula Pink macht. Die haben ein etwas größeres Öhr und sind dadurch leichter einzufädeln. Dadurch, dass sie so super spitz und scharf sind, könnt ihr auch wirklich nur zwei, drei Fädchen greifen beim Nähen, sodass das der Unsichtbarkeit eurer Stiche auch nochmal enorm hilfreich ist. Damit wir das jetzt aber hier auch gut sehen können, habe ich mal einen pinken Faden eingefädelt, den ich doppelt genommen habe. Einfach nur, damit ihr das auf der Kamera jetzt besser sehen könnt. Normalerweise würde ich sowas Feines nehmen, dass es möglichst unsichtbar ist. Ich stecke mir das Ganze mit Wonder Clips fest, hier lief auch wieder von Clover. Und wie formt man denn jetzt so eine Ecke? Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, unser Binding ist angenäht. Wenn ihr das dann rumklappt, bildet sich auf der Gegenseite automatisch eine schöne Ecke. Um die nächste Ecke zu formen, nähen wir jetzt einfach hier runter. Ich habe auch schon mal ein Stückchen gemacht.
Dazu klappen wir den Stoff einfach bis zu unserer Nähnaht. Das hier ist die Quarter-Inch oder Viertel-Inch Nähnaht, wo wir vorhin komplett rundherum um die gesamte Tasche genäht haben. Die ist jetzt ein super Richtpunkt, weil da haben wir auch unser Binding angenäht. Auf der anderen Seite ist das unsere Annähnaht des Bindings. Hier sehen wir sie auch und das können wir dann schön für unser Augenmaß als Richtwert nehmen, dass das abgedeckt sein muss. Das heißt, wir ziehen den Stoff bis zu dieser Naht hin, nicht über diese Naht drüber, dann wird die Kante nicht schön, nicht wir hören ein Stückchen weiter hier hinten auf, wo man sieht das noch, sondern genau bis zu dieser Nähnaht, dann ist alles schön unsichtbar. Ich klippe die Pins dann mit der flachen Seite nach oben. Das hilft mir dabei, dass das Binding auch schön flach runtergedrückt wird. Wenn ich die andere Seite nehme, dann seht ihr hier, habt ihr da ja so ein Hohlrücken drin. Dieser Hohlrücken bietet dann wieder Raum, wo das Binding und das Soft and Stable, das Fleece, sich so ein bisschen hochdrücken könnten. Ich möchte jetzt, dass es beim Nähen schön flach liegt, dass es schön regelmäßig wird, also mache ich die flache Seite nach oben. Ihr zieht das runter, einmal komplett bis zur Ecke gerade, auch wie wir das vorhin beim Annähen gemacht haben, sodass das hier quasi erstmal in Verlängerung gerade über die Ecke rüber steht. Das hier ist unser 45-Grad-Winkel, der sich gleich oben drüber bildet und den klappen wir jetzt, also das ist hier diese Spitze, die klappen wir jetzt hier rüber. Ich mache das mal einmal, würde ich euch auch empfehlen, liegend auf dem Tisch, dann habt ihr so ein bisschen Gegendruck, dann ist das nochmal leichter. So, ihr klappt die hier rum und könnt den dann auch da gleich wieder fixieren. Auf die gleiche Art geht ihr ein Stückchen weiter und hier noch ein Trick, wenn ihr hier so kleine Fädchen habt vom Rand, die könnt ihr jetzt einfach da reinziehen, die sieht hinterher kein Mensch mehr. So. Ich mache mal den nächsten Clip rein, weil dann kann ich den anderen Clip an der Ecke nochmal rausmachen und euch das ein bisschen besser zeigen. Und wie gesagt, beim Clippen wieder einfach bis zu der Quarter-Inch-Nahtzugabe, Nähnaht, die wir vorhin hatten, vom Annähen. So, jetzt könnt ihr hier die Ecke sehen und da seht ihr, dass sie sich hier da schön aufeinander legt und aufeinander bildet. Das Ganze nehmen wir dann jetzt mit unserem Nähfädchen fest. Um jetzt möglichst verdeckt zu nähen, nehmen wir unseren Faden. Wir haben hinten ein oder zwei Knötchen reingemacht. Bei den dünneren Garnen würde ich lieber ein paar Knötchen mehr empfehlen, als nur eins, damit es nicht gleich durch die Faser vom Stoff durchrutscht. Wir nehmen also unsere Nadel und stechen hier erst einmal in der Nahtzugabe, in diesem Bereich, den wir hinterher nicht sehen, ein und kommen dort wieder heraus. Dadurch ist unser Knoten erstmal hier im Binding schon mal versteckt und wir brauchen uns nicht um größere Vernäharbeiten hinterher Sorgen machen. So, wir kommen also hier an dieser Stelle am Binding raus. Wir sind jetzt gerade am Unterstoff. Wir stechen dann direkt hier in die Falz oder in den Stoffbruch unseres Bindings ein. Und wir setzen unseren ersten Stich. Als nächstes, wir kommen direkt hier an der Kante des Bindings, des Stoffbruches raus, stechen wir genau daneben in den Unterstoff. Um da ein bisschen zu helfen am Anfang, dass man das Augenmaß dafür entwickelt, zieht euer Garn einmal so quer rüber. Und dann seht ihr direkt, das läuft so parallel wie eine Leiter, wo ihr einstechen müsst. Nämlich direkt daneben in den Unterstoff. Ihr schiebt dann die Nadel in der Bewegungsfolge so, ich sag mal, einen Zentimeter weiter nach oben und das macht ihr innerhalb quasi eures Schaumstoffes oder eures Flieses. Wenn ihr dann wieder aus dem Flies herauskommt, tut ihr dies direkt neben eurem Binding, neben eurer Einfassung und kommt an dieser Stelle möglichst genau hier in diesem Stoffbruch raus. Was macht die Stiche so unsichtbar? So unsichtbar wären die Stiche dadurch, dass ihr möglichst direkt parallel neben eurem Binding einstecht, in den Untergrund und möglichst genau im Stoffbruch, da wo der Stoff doppelt liegt, aus dem Binding, aus dem Einfassstreifen wieder herauskommt. Also möglichst exakt parallel in den Unterstoff einstechen, im Material Schaumstoff oder Vlies, ein Zentimeterchen weiterschieben, möglichst präzise im Stoffbruch wieder herauskommen und den Faden festziehen. Noch einmal. Legt euch den Faden ruhig erstmal rüber, damit ihr seht, wo ihr einstechen wollt. Stecht genau dort neben dem Faden, wo der Faden rauskommt, aus dem Stoffbruch ins untere Material. Schiebt die Nähnadel circa ein Zentimeterchen weiter und kommt möglichst genau aus dem Stoffbruch wieder heraus. Und auf diese Art, einmal richtig glatt ziehen hier, auf diese Art näht ihr die gesamte Falz einmal entlang, das gesamte Binding an. An der Ecke macht ihr das genauso. Ihr näht hier die Ecke einfach weiter. Und wenn ihr so wie hier, das ist noch nicht ganz gerade, seht ihr, das ist noch ein kleines Eckchen, dann könnt ihr das entweder einfach mit der Hand, und das ist das Schöne, wenn ihr es mit der Hand macht, ihr seht es, während es quasi passieren würde, könnt ihr das einfach ein Stückchen weiter nach hinten ziehen.
und näht das hier fest. Und so entsteht ein wunderbar unsichtbares Binding. Et voilà, fertig ist unser schönes Taschenbinding mit beidseitig schönen Ecken. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare hier unten, was war für euch besonders knifflig? Gab es einen Teil, wo ihr sagen würdet, das hätte ich gerne nochmal genauer gesehen, wie man das macht? Ich gebe euch gerne gratis meine Nähtipps und mein über 20-jähriges Näh-Know-how hier in den Videos weiter. Aber bitte schreibt mir einen Kommentar, was war für euch knifflig? Was hättet ihr gerne nochmal genauer gesehen oder was möchtet ihr gerne mal lernen? Ich bin Ina von Quiltzauberei.de und Nähen ist meine absolute Leidenschaft. Wenn du diese Leidenschaft teilst, würde ich mich mega freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir folgst. Bis demnächst!